Das ist der Trick, um den es sich heute handelt. Das ist ein sehr schöner Trick. Hier zeige ich ihn euch erstmal. So, zack. Auch sehr beliebt in der Szene. Wie hier in der Beschreibung besteht der Trick eigentlich aus vier Einzeltricks. Nämlich die Noel oder auch als Primo bekannt, One Arm Handstand, Wheel Spin und Casper. Gehen wir mal zu Schritt 1. Geht in den Noel auf die Außenkante. Entscheidet euch, ob ihr nach links oder nach rechts neigt und dreht entsprechend die Füße. Testet aus, in welche Richtung ihr euch wohler fühlt und auf welchen Arm ihr euch wirklich besser halten könnt. Schritt 2. Wenn ihr in den Rail seid und in den Handstand geht, geht mit beiden Händen zeitgleich runter. Stützt euch mit einer Hand an der Rolle ab und mit der anderen auf den Boden. Ihr könnt auch etwas die Beine anschrägen, um in den Handstand mehr Balance zu haben. Und geht direkt in den Wheelspin über. Hier zeigt uns Günther, wie das überhaupt mit dem Wheelspin funktioniert. Nehmt die Hand, packt sie richtig an die Rolle und blockiert mit eurem Finger nicht das Board und nicht die Achsen. Schwingt das Board so waagerecht wie ihr nur könnt, denn senkrecht ist der Trick wirklich schwieriger zu koordinieren. Fangt erstmal nur mit einer oder zwei Drehungen an, um überhaupt erstmal Gefühl für den Trick zu bekommen. Kommen wir nun zum letzten Schritt. Hier geht es darum, in den Casper hineinzulanden und später auch wieder raus. Das richtige Timing dafür ist entscheidend. Bevor ihr die letzte Runde vollkommen zu Ende gedreht habt, dreht das Board schon vorher etwas in den Casper ein. Und aus dem Casper erstmal eine halbe Drehung raus. Das Ganze wird natürlich erstmal eine Weile dauern. Aber es ist nochmal mit jedem Trick so. Man muss ihn eine ganze Weile üben und irgendwann kann man ihn wie Fahrrad fahren. Zu guter Letzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und für mehr Hardware-Stuff und Tricktipps schaut doch einfach mal auf unsere Seite vorbei. Bis dahin, Peace!